natürlich. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Exzellenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linken und die Grünen wollen 300 Milliarden Euro vom Geld der deutschen Steuerzahler an Griechenland zahlen. Heute im Jahr 2021 als Reparationen für einen Krieg, der vor 75 Jahren zu Ende ging. In Wirklichkeit geht es nicht um den Zweiten Weltkrieg. Es geht um das Hier und Heute. Denn wie mein Kollege Dr. Jongen schon ausgeführt hat, die Deutschen und die Griechen haben sich nach dem Krieg ausgesöhnt. Wir haben längst einen Ausgleich gefunden. Nichts unterstreicht das besser als der Besuch von Konrad Adenauer, 10 Jahre nach dem Krieg, 1954 in Griechenland. Er hat sich im Land frei bewegt, beschützt nur vor einer Handvoll Polizisten. Es gab keine Gegendemonstrationen, es gab keine Reparationsforderungen, es gab keinen Hass gegen ihn. Ganz im Gegensatz zum Besuch von Angela Merkel 2012. 7000 Polizisten mussten die deutsche Kanzlerin beschützen vor Demonstrationen, bei denen Plakate mit Hakenkreuzen und Aufschriften wie Nein zum Vierten Reich getragen wurden. Sie sind nicht willkommen, Imperialisten raus und EU und IWF raus. Woher kam denn die Wut der Griechen auf Angela Merkel? 2012. Das Land lag am Boden und hoffte auf Hilfe, auf die von Ihnen so oft beschworene europäische Solidarität. Die Arbeitslosigkeit lag fast bei 30%, bei der Jugendlichen fast 60%. Und was haben Sie bekommen? Die Hilfspakete, das Geld von den Hilfspaketen. 5%, nur 5% sind beim griechischen Volk angekommen. Und 95% des Geldes ging auf Umschuldung drauf für Banken, Gläubiger, Investoren, kurzum Spekulanten, die sich in Griechenland verspekuliert haben. Und natürlich haben die Griechen in dieser Situation das Gefühl, dass es hier gar nicht um Rettung, gar nicht um Hilfe und gar nicht um die Lösung der Krise ging, sondern um eine Bestrafung. Und in dieser Zeit ist die Idee der Reparation geboren worden. Als erster hat sie Dimitris Avramopoulos 2013 ins Spiel gebracht. Und draufgesprungen ist der Linkspopulist Tsipras 2015. Der hat das nämlich im Wahlkampf versprochen, dass er das gegenüber Deutschland durchsetzt. Ja, und wie hoch sind die Reparationen? Knapp 300 Milliarden Euro. In etwa das, was Griechenland uns schuldet. Ja, so ein Zufall aber auch nicht. Also, Sie sehen, es geht nicht um die Vergangenheit, es geht um das Hier und Heute. Geben wir den Griechen ihre Würde zurück, lassen Sie sie aus dem Korsett des Euro raus, lassen Sie sie selbst ihre Währung abwerten und umschulden, dann müssen Sie nicht das Geld anderer Leute, das Geld deutscher Steuerzahler aus dem Fenster rauswerfen. Dankeschön. Und lieber Herr Kollege Agelidis. Die Redezeit ist vorbei und es ist auch nicht üblich, noch Nachsätze zu liefern. Entschuldigung, also es geht leider nicht. Der Kollege hat uns als Rechtsradikalen beschimpft. Ja, damit beleidigt ich auch die Hunde. Ja, mach doch. Beschwerden außerhalb der Plenarsitzung, dann bitte an den Ältestenrat. So, das Wort geht an Dietmar Nitan von der SPD.